Ich sitze gerade im Auto, ne? Und dann passiert mir Folgendes. Ich so locker auf Peace Trail unterwegs, ne? Fahre eine Tankstelle, weil ich eben irgendwie mal einen Schokoriegel brauchte. Und dann hatte ich das hier in der Hand. Ja, und das wollte ich nicht in den Aschenbecher schmeißen. Und eine Mülltüte habe ich hier gerade nicht. Und überlegte ich, wo ich jetzt den Müll hin tun soll. Und da fiel mein Blick natürlich auch aufs geöffnete Fenster. Und dann merkte ich, wie direkt aus meinem Kopf rauskam: Das kannst du doch nicht machen, du Umweltverschmutzer. Moment mal. Auch so ein Gedanke, der eigentlich gar nicht von mir kommt, ist auch so ein Ding, was man mir mal beigebracht hat. Und dann dachte ich mir so, wieso bin ich denn jetzt eigentlich der Umweltverschmutzer, weil ich eine Verpackung von einem Schokoriegel, die ich gerade gegessen habe, und folglich nicht mehr brauche, einfach aus dem Fenster schmeiße. Wieso bin ich ein Umweltverschmutzer? Ich habe den Müll doch nicht produziert. Der Umweltverschmutzer, also das Ding ist ja schon da gewesen. Ich meine, ich habe es gerade von Verpackung in Müll umgewandelt. Aber wenn ich das jetzt in eine Mülltonne schmeiße, landet es auf einer riesengroßen Müllkippe. Und ist dann da aber auch. Genauso wie ich es jetzt irgendwo im Straßengraben hätte liegen können. Und dann kam mir so der Gedanke, was das eigentlich für ein verlogenes Bild ist, was wir hier haben, auf diesem eigentlich zugemüllten Planeten, wo wir es wirklich geschafft haben, fast alle Rohstoffe in Müll zu verwandeln. Ja, ist kaum noch was da. Wissen wir alle? Und dann ist halt dann auf dem Müll und verrottet da genauso wenig wie im Straßengraben. Aber da ist es dann okay, wenn es da liegt. Das ist dann keine Umweltverschmutzung oder was. Also eigentlich bin ich ein Umweltverschmutzer, weil ich Mars kaufe. Weil ich mir diesen Dreck reinziehe, der dann auch noch in Plastik verpackt ist. Und deswegen vergeht mir da gerade irgendwie so ein bisschen die Lust, nochmal irgendwann einen Mars zu kaufen. So wie ich auch irgendwie keine Limonaden mehr trinken kann, seit ich gehört habe und es nicht widerlegen konnte, dass es wohl gang und gäbe ist, irgendwelche Bestandteile von abgetriebenen Föten mit in die Limonade zu mischen. Das ist wohl bei Cola so und bei Coca-Cola und bei Pepsi, bei den ganzen großen Marken, die machen das wohl alle. Warum, weiß ich nicht, ist mir alles scheißegal. Es hat mir irgendwie den Appetit verdorben. Ich freue mich darüber, ich komme wirklich immer mehr wirklich nur auf Wasser zurück. Saft ist auch nicht mehr, was es mal war. Ja. Und wie dachte ich mir, ich muss diese Gedanken mal festhalten. Interessiert vielleicht noch den einen oder anderen auch noch. Aber das mit der Umweltverschmutzer, wenn ich jetzt das Papier aus dem Fenster schmeißen würde, das ist mal totaler Blödsinn. Oh, ich merke gerade, dass ich hier die ganze Zeit Werbung für DHL mache. Super Verein, toller Verein. Ja, auch Umweltverschmutzung. Wenn man irgendwelche Sachen mit der Post verschickt, solange wir noch diese stinkenden Verbrennermotoren hier brauchen, ist das auch Umweltverschmutzung. Ne? Und ich glaube, das ist eine viel größere, als wenn ich jetzt das Papierchen aus dem Fenster geschmissen hätte. Aber sieht ja keiner. Ne? Ist ja alles gut versteckt. Ist doch alles wunderbar. Ist doch alles super. Finde ich gut. Ist ein toller Planet hier. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächstes Mal.